Hallo und herzlich willkommen zurück im Mittelalter. Wir sind bei Bridge Constructor und wir kommen zur Runde 5 in dieser Runde. Zur vorletzten oder letzten, ich weiß es nicht ganz genau. Unsere Aufgabe ist, baue eine Brücke, um Holz zur Burg zu liefern. Okay, und gib nicht mehr als 32.000 aus. Gut, hoffentlich kriegen wir das hin. Ich bin gespannt. Also, zuerst mal machen wir wieder unsere Seitenstückchen. Zack. Auch noch ein bisschen. Okay. Hier an der Seite sehen wir jeweils Teile. Dann nutzen wir das Ganze. Es wird zu weit sein, um hier nur ein kleines Brückenstück zu bauen. Deswegen nehmen wir die hier. Dann brauche ich hier jeweils Holz. Normales, um das Ganze ein bisschen nach unten. Wir müssen hier an die hier auch noch ranreichen irgendwie. Deswegen mache ich hier jeweils immer die gleichen. Der Abstand ist ja jeweils immer ähnlich. Hier noch eine Seitenpalette. Wie viel haben wir? 15.000. Und jetzt können wir nochmal einmal, zweimal, dreimal. Ja, auch noch einmal, zweimal, einmal, zweimal. So, müsste eigentlich alles sein. Maximal 30.000 haben wir. Und wir jagen das Holz durch. Jetzt kommt unser Ritter. Sie hält, sie hält, sie hält. Oh, da wird es ein bisschen belastet hier. Er geht auf Rot, aber es hält noch. Hier wird es dunkelrot, verformt sich schon. Aber es hält, somit haben wir die Runde geschafft. Zwei, drei, vier. Und der fünfte. Juhu! 30.000 haben wir gebraucht, 32 hätten sein dürfen. Hätten wir noch ein bisschen Mammon ausgeben können. Gut, das war die Runde 5. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Eine Neuigkeit, Uruk, mächtiger Urkführer. Oh, was ist? Unsere Späher berichten von gewissen Umtriebigkeiten. König Harald lässt Brücken wieder aufbauen und schickt Wagen durchs ganze Land. Oh, diese Würmer wagen sich schon wieder aus ihren Löchern. Lasst ihre Brücken mit Felskugeln bombardieren. Wollen sehen, wie ihnen das schmeckt. Harr. Ein wundervoll gemeiner Plan, eure Grobheit. Die Katapulte sind schon unterwegs. Also, wir müssen gegen Katapulte arbeiten. Hier scheint es doch nochmal was zu geben. Dann werden wir das gleiche nochmal machen und uns anschauen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Die Runde schauen wir uns dann morgen an. Und ja, obwohl, wir könnten es eigentlich direkt nochmal probieren. Also, verstärkt die Brücke. Mindestens 3 Einheiten müssen die Brücke überqueren und rettet Einheiten. Das schauen wir uns dann morgen an in einer neuen Runde. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und ja, bis dann zur Brücke 6. Ciao!